Hallöchen, herzlich willkommen zur nächsten Folge Tipps und Tricks in Minecraft Bed Wars und ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Trick heute. Ja, wir wenden jetzt erstmal natürlich das Wissen aus den letzten Tipps und Tricks Folgen an und zwar kaufen ganz schnell beim Villager ein, durchs Hotkey und bauen von der Seite, sodass kein Gegner sofort an unser Bett rankommt. Und jetzt mache ich auch gerade schon den nächsten Trick und zwar den heutigen Trick und zwar könnt ihr ganz einfach One Stack bauen, dann von da, wo ihr baut. Und dann haben eure Gegner wenig Chance, sag ich mal, euch wirklich anzugreifen, weil die dafür den kompletten Weg zu euch unten ziehen müssen, weil normale Gegner machen das eigentlich nicht. Und wir bauen jetzt auf 161. Und das ist so meine Höhe auf Helipad. Die benutze ich eigentlich immer, wenn ich auf Helipad spiele. Ich kaufe mir jetzt einfach mal eine scheiß Steinpicke, weil ich gerade keine andere Verwendung für das Kack-Bronze-Eisen habe. So. Und heute zeige ich euch mal direkt drei Tricks. Und zwar beim One-Stack könnt ihr dann immer den obersten Block der Treppe abbauen. Dann kriegt ihr doppelt so viele Blöcke wieder raus. Und dann habt ihr total viele Blöcke zur Verfügung. Der One-Stack ist natürlich ein sehr taktisches Mittel gegenüber Gegnern, weil die ziehen ganz unten durch und wir sind jetzt schon sehr weit oben halt nebenbei und fortgeschritten auch noch vom Wege her. Die bauen jetzt zwar auch One-Stack, aber zu spät und nicht sehr schnell und failen auch noch dabei. Deswegen, wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal die Oberhand in dieser Runde. Ich habe zwar letzte Runde gezeigt, wie man dagegen ankämpfen sollte, wenn man ein Randy-Team hat, aber wir haben gerade zum Glück keins. So, 161 wollte ich eigentlich. Da baue ich von hier halt selber einen Weg. Und ja, jetzt kommt auch schon der dritte Trick, und zwar, wie kommt man jetzt wieder... Really? Junge. Arschloch. Der splieft uns einfach alle, der Wichser. Was soll die Scheiße? Enjoyt erstmal einen fetten Bann, der Wichser. Naja, auf jeden Fall baue ich jetzt gleich von Höhe 61 aus einen OP-Weg zu denen, so nennt man das. Und dann kann man da ganz chillig dann MLG, nennt man dies, solltet ihr auch mittlerweile können, kennen das Wort, ein Cobweb-MLG in deren Base machen. Das heißt, ihr platziert vorher, bevor ihr Fallschaden kassieren würdet, unter euch ein Spinnenweben, so dass sie keinen Fallschaden bekommt. Das klappt auch mit Wasser, aber da wir in Bed Wars kein Wasser haben, nee, ist ein bisschen doof. So, da dieser Typ von 61 nicht will, mache ich von 69, juckt mich nicht. Ist auch eine andere Taktik von mir, könnt ihr auch gerne benutzen. 161 und 169 sind meine beiden Höhen. Und klappt, wie ihr seht. Und der Randy ist verwirrt. Und hab sogar noch einen Kill bekommen. Ja, das waren jetzt drei Tricks in einem. Und jetzt holen wir einfach noch die Runde. Und ja. Ist eigentlich relativ easy, wenn man das dann kann. Braucht auch wieder ein bisschen Übung. Aber ich glaube, irgendwann schafft es jeder. Und ich habe ja euch auch schon mal ein Tutorial gezeigt, wie man sowas ganz schnell lernen kann, indem man One-Stack-Bridgen, Fast-Bridgen, USW, alles gleichzeitig übt. Genauso wie Cobweb kann man gleichzeitig üben, alles kann man gleichzeitig irgendwie üben. Wenn man failt, dann platziert man einfach nebenbei ein Cobweb unter sich, fertig. So, wir gewinnen natürlich jetzt noch schnell die Runde und dann render ich auch schon dieses Video und lad ist wahrscheinlich hoch. Ja.
Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Und falls es getan hat, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und wenn ihr einen Trick habt, den ich mal vorstellen soll, schreibt ihn mir in die Kommentare per Skype, per WhatsApp oder was weiß ich. Und die fickt mich einfach noch. So eine doofe Puns. So. Kriegt jetzt erstmal noch von meinen Freunden hier alle einen reingedrückt. Und der mich gesplieft hat, fällt einfach andauernd Cobweb, ey. Jetzt mal ohne Witz. So, und wenn ihr das alles ein bisschen besser könnt, dann macht ihr das mal ganz risky noch mit Bow-USW alles im Inventar. Und dann könnt ihr das auch mit EP-Stärke, ohne EP natürlich. Könnt ihr einfach nur mit Stärke darunter springen. Das wäre natürlich dann mega OP, wenn ihr dann so ein Eisenschwert, so wie ich jetzt gerade dabei habt. Und wenn ich jetzt nicht faile, was ich mal hoffe, dann habt ihr den Gegner sehr schnell platt. Und ich hoffe mal, dass er mich jetzt nicht splieft, weil das ein Hurensohn ist, der vor mir läuft. Der hat mich schon mal gesplieft. Diggi, Alter. Diggi, lass es. Denk nicht mal dran. DG, lass es. Pfui. Aus. Brav. Und er kennt ihn auch. Aber er macht hinten auf das Haar und das ist dumm. So, vorher müssen wir Bow Spam. Bla, 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 bla. So, da Bow Spam, kassieren, Pfeil. Und ich mach dahin MLG. Hab's geschafft natürlich. Gib ihr die Kombo des Todes. Und herzlichen Glückwunsch. Damit haben wir auch diese Runde gewonnen. Ich hoffe, dieser Trick hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschö, Mädel.